Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 67. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns immer wieder aufs Neue ermutigst durch dein Wort, auch wenn wir selbst entmutigt sind. So sprich auch jetzt durch dein Wort, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Mose 6. Gott hat Mose erneut aufgetragen zu dem Pharao zu gehen, obwohl nach dem ersten Mal Dinge nur schlimmer geworden sind. Wir lesen ab Vers 14. Dies sind die Häupter ihrer Vaterhäuser. Die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, sind diese. Hanuch und Pallo, Hetron und Kami, das sind die Geschlechter von Ruben. Die Söhne Simeons sind diese. Jemuel und Jamin und Ohat und Yachim, und Zohar und Saul der Sohn der kananäischen Frau das sind die Geschlechter Simeons. Das sind die Söhne der Söhne das sind die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern Gerson und Kahat und Merari und Levi wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Gersons sind diese Libni und Simei nach ihren Geschlechtern. Die Söhne Kahat sind diese Amram und Jizra und Hebron und Usiel und Kahat wurde 133 Jahre alt. Die Söhne Meraris sind diese Machli und Muschi, das sind die Geschlechter Levis nach ihrer Abstammung. Und Amram nahm Jochebed, die Schwester seines Vaters zur Frau, die gebar ihm Aaron und Mose. Und Amram wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Jetras sind diese Korach und Nephek und Sichri. Die Söhne Usils sind diese Misael und Elzaphan und Sitri. Aaron aber nahm Eliseba zur Frau, die Tochter Aminadabs, die Schwester Nachshons. Die gebar ihm Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar. Die Söhne Koras sind diese, Asir und Elkanah und Abi Asaf, das sind die Geschlechter der Korachiter. Eleazar aber, der Sohn Aarons, nahm sich eine Frau von den Töchtern Putiels, die gebar ihm Pinehas. Das sind die Häupter unter den Vätern der Leviten nach ihren Geschlechtern. Das ist jener Aaron und jener Mose, zu denen der Herr sprach, führt die Kinder Israels nach ihren Herrscharen aus dem Land Ägypten. Sie sind es, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, redeten, um die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen. Jener Mose und jener Aaron. Und es geschah an demselben Tag an dem der Herr mit Mose im Land Ägypten redete, da sprach der Herr zu Mose, ich bin der Herr. Rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sage. Und Mose antwortete vor dem Herrn, siehe, ich habe unbeschnittene Lippen, wie sollte der Pharao auf mich hören, selbst ein so großer Gottesmann wie Mose, der so viel schon mit Gott erlebt hatte. Hat manchmal in seinem Leben Zweifel gehabt, ob die Botschaft Gottes wirklich das ausrichten könne, ob er selbst in der Lage sei, in der befähigt sei, würdig sei, die Botschaft Gottes weiterzugeben. Wie oft geht es uns vielleicht so, dass wir denken, dass wir gar nicht in der Lage sind, dass wir gar nicht würdig sind, Gottes Worte weiterzugeben? Aber Gott beauftragt uns nicht, weil wir würdig sind, sondern weil er würdig ist und uns befähigen kann. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aaron sollte ja die Worte von Mose auf Ägyptisch übersetzen. Und das zeigt uns, was ein Prophet eigentlich macht. Er übersetzt die Gedanken Gottes. In die menschliche Sprache, sodass wir sie so verstehen können, dass der Gedanke Gottes ganz praktisch uns vor Augen steht. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf Euch hören, so dass ich meine Hand an Ägypten lege und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Gott bezeichnet hier sein Volk, seine Gemeinde als eine Armee. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels hinausführe aus ihrer Mitte. Anhand der gewaltigen Taten Gottes in der Erlösung der Gläubigen, der Israeliten, sollten auch die Nicht-Israeliten erkennen, wer Gott ist und wie er wirklich ist. Und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboten hatte. Genauso handelten sie. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Manchmal ist es am Ende unseres Lebens, wenn wir schon scheinbar alt und schwach sind, dass wir besondere Aufgaben von Gott bekommen und für ihn wirken können. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Wenn der Pharao, Pharao zu euch sagen wird, Tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin. Dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte, und Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao, vor seine Knechte hin, und er wurde zur Schlange. Entscheidend ist nicht, ob es der Stab von Mose ist oder der Stab von Aaron. Entscheidend ist es, dass es ein Stab ist, den Gott benutzen kann. Gott kommt es darauf an, dass Menschen ihm das zur Verfügung stellen, was sie haben. Und Gott kann sowohl durch den Stab des Mose als auch durch den Stab des Aaron, als auch im übertragenen Sinne durch meinen und durch deinen Stab große Dinge tun. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten uns dir zur Verfügung stellen, ganz egal wie schwach wir uns fühlen, wie alt wir vielleicht auch sein mögen. Wir möchten dir das geben, was wir haben und dir glauben, dass dein Wort gewaltige Kraft hat und ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.